Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Review. Wie ihr wisst, steht ja Halloween vor der Tür und welcher Pop passt natürlich perfekt zu Halloween, außer Michael Myers. Der gute Sam aus dem Film Trick or Treat, der 2009 auf DVD erschien. Und ich würde sagen, gar nicht lange quatschen, schauen wir uns den Karton und die Figur an. Und da hätten wir das gute Stück. Pop, Movies, Trick or Treat, die Nummer 57, das halbe Artwork vom guten Sam. Der Name ist Sam, Vinylfigur, Pop, Movies, das komplette Artwork von Sam, von Sam, Nummer 57, Pop, Movies, Trick or Treat, Sam. Hier hinten steht dann die Geschichte auf Englisch drauf. Moment, ich hole die mal ein bisschen näher. Ihr wisst ja, ich will das jetzt nicht vorlesen, mein Englisch ist not so good. Wie ihr sehen könnt, 14,50 Euro, war ein richtig guter Schnapper. Derjenige, der weiß, wie viel der kostet, ne? Der weiß auch, dass es ein Schnapper war. Total komischer Satz, aber egal. Pop Movie Sam Nummer 57, das halbe Atem vom Kopf. Obendrauf immer wieder dasselbe und unten die Warnhinweise. Das ist noch eine alte Box, hier haben wir ja, wenn ihr die Widowmaker gesehen habt, wisst ihr, dass unten nur die Warnhinweise ist. Hier haben wir noch das Artwork jetzt vom Kopf drauf, so ein Viertel. Und ja, holen wir den guten Sam mal aus seinem Gefängnis raus. Und da hätten wir einen guten Sam. Ich muss sagen, schon beim Auspacken, der Kleine gefällt mir sehr gut. Die Details sind Hammer für so eine Funko-Pop-Figur. Erstmal hier der Sack, der Jute-Sack auf den Kopf. Die Details richtig gut. Für Funko auf jeden Fall sehr nice. Die ganzen Fasern, die hier drin sein sollen im Sack, die Naht, sieht sehr gut aus. Der Paint-Job ist auch richtig Hammer dieses Mal. Die Knöpfe hier mit den Nähten drinne, sehr gut. Dann hier der Halloween-Lutscher in seiner Hand. Von beiden Seiten bemalt. Wow, nichts vergessen worden. Auch hier dann geht der Jutesack weiter. Der Kopf lässt sich auch drehen. Dann der, ja, was ist das? Schlawanzug, sage ich jetzt einfach mal. Mit den Taschen hier einmal oben, mit der Tasche hier unten. Dann hier die unten die Söckchen da, die ja von Schlawanzug noch rausgucken. Sehr gut. Dann hier hinten natürlich, das verstehe ich heutzutage noch nicht, wozu das gut war. Hinten dieses Ding, was man aufmachen kann mit den zwei Knöpfen. Auf jeden Fall auch sehr nice. Sehr, sehr viele Details an dieser Figur. Wie gesagt, für eine Funko-Figur ist das schon grandios. Unten drunter natürlich der Stempel. Also ich muss sagen, die Figur gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, das ist auch jetzt einer von meinen Favoriten, wo ich den so in der Hand halte. Gut, hier unten, das ist natürlich nicht gerade, das ist aber nicht schlimm. Wenn ihr sehen könnt, die Naht geht nicht in die andere Naht hinüber. Und das haben wir hier hinten auch. Aber das soll uns nicht stören. Auch hier die ganzen Falten im Anzug. Ich bin hin und weg von dieser Figur. Leider gibt es die nicht mehr so oft zu kaufen. Aber der Gute steht ein bisschen schräg, sehe ich. Leider, wie gesagt, gibt es die Figur nicht mehr so oft zu kaufen. Die ist Wanted, heißt, die wird nicht mehr hergestellt. Wenn ihr Glück habt und die irgendwo seht, dann kauft sie euch sofort. Also von mir eine klare Kaufempfehlung. Ich finde den einfach nur klasse, diesen Sam. Diese ganzen Details auf so einer kleinen Figur und für den Preis, also ist, man muss sich immer überlegen, das sind keine Hot Toys Figuren, die kosten keine 300 Euro, diese Funko Pops. Die kosten in der Herstellung vielleicht 5 Euro und dann diese Details, das ist einfach nur der Wahnsinn. Und einige beschweren sich auch über den Paintjob. Wie gesagt, Leute, diese Figuren kosten in der Herstellung vielleicht 3 oder 4 Euro und derjenige, der die bemalt, kriegt davon vielleicht 50 Cent. Deswegen nicht immer darüber beschweren, dass die Funko Pops so kacke aussehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo, falls ihr es nicht habt. Und morgen kommt das, das Let's Play, wo ich mich schon sehr drüber freue. Ich verrate aber noch nicht, welches Spiel das ist. Wenn ihr es nicht passen wollt, dann guckt auf jeden Fall morgen vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nochmal vorbeigucken würdet. Und ja, dann sage ich danke fürs Zusehen und dann bis morgen.